Hallo meine Fans und willkommen zurück zu Tomb Raider 2. Mein Lieblingslevel ist angebrochen, juhu, das Deck. Spielzeit wird hier mit 45 Minuten eingeschätzt. Ich kann nicht versprechen, dass wir das einhalten, aber wir geben unser Bestes. Zu Beginn, ich weiß nicht, wann die Gegner ausgelöst werden. Wir hatten ja im letzten Video schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Scheinbar sind sie hier noch nicht. Oh, scheiße, doch, 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 doch. Du kommst nicht so weit, oder? Na, wenigstens sind die jetzt schon mal tot. Das ist sehr schön. Jetzt kommen noch zwei Schläger, wenn ich mich recht entsinne. Immer schön. Jawohl. Und einer müsste noch kommen. Wenn ich mich nicht irre. Nein, das scheint alle gewesen zu sein. Der Flammenwerfer-Typ hat nichts fallen gelassen. Ich hätte mir gern seinen Flammenwerfer genommen, um ehrlich zu sein. Also, wer nicht? So. Aber der Schläger hat uns ein kleines Medipack hinterlassen. Das ist gut. Die kleinen Medipacks teilen unsere Gesundheit zu 50%. Noch für die, die es bisher immer noch nicht mitbekommen haben. Dieses Level hat einen sehr verwirrenden Aufbau. Nur mal so angemerkt. Denn wir sind jetzt quasi an der Außenseite des Schiffs. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das Schiff ist ja versunken. Vielleicht ist das Schiff ja in eine Höhle gekracht. Deswegen ist es hier trocken. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist mir eigentlich auch egal. So, hier geht's tief runter. Da müssen wir nachher auch runter. Aber ich glaube jetzt noch nicht. Denn ich glaube, hier gibt's noch was zu machen. Ich will hier nichts verpassen, was man eventuell nicht mehr nachholen kann. Und dann haben wir die A-Karte. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal hier oben hoch. Versuchen es zumindest. Das sieht schon mal gut aus. Der Rest eher nicht so. Nee, nee. Mm-mm. Hier könnte es was werden. Hier könnte man eventuell hochspringen. Nein. Es ist noch nicht gedacht, dass wir hier oben sind. Naja. Kann man ja nichts machen. Laufen wir also hier hin, finden wir heraus, dass wir hier auch nichts machen können. Jo, allerdings glaube ich, dass wir zuerst hier runter müssen. Nein, hier nicht. Hier ist nichts. Hier geht es nämlich runter. In ein Becken. Ich glaube, das kommt zuerst dran, denn man sieht auch, dass da unten ein Schlüssel liegt, so leicht. Und wir machen gleich mal einen Kopfsprung. Juhu. Das war sehr elegant. An dem komischen Fisch vorbei. Barracuda. Kennt ihr diesen Song? Der Barracuda heißt. Der war unter anderem in GTA San Andreas zu hören. Ach, kennt ihr bestimmt. Ach komm, Lara. So. Dort ist der Schlüssel. Den graben wir uns mal gleich. Ey, Lara. Sie sollte eigentlich Anlauf nehmen. Das wäre fast schief gegangen. Stern Key. Stern Key. Ich habe leider nicht, also mein Englisch-Vokabular ist nicht mehr ganz drin, was Stern heißt. Also S-T-E-R-N, also Stern. Irgendwas Schiffmäßiges bestimmt. Die Brücke ist ja die Bridge, das weiß ich ja. Das Steuerbord ist das Starboard. Und irgendwas anderes. Keine Ahnung. Hier sind doch bestimmt wieder Leute. Die könnten wir auch mal nutzen.
Obwohl, falls wieder so ein Typ mit dem Flammenwerfer kommt, da würde ich lieber kein Risiko eingehen. Und ich glaube, hier kommt noch einer. Ich glaube, in diesem Level gibt es fünf Flammenwerfertypen. Und einer ist noch hier unten irgendwo. Und daher sollten wir mit äußerster Vorsicht. Da ist er. Zurück, zurück. Zielen und eliminieren. So, zum Glück haben diese Leute nicht viel Leben. Das heißt, dass wir sie relativ schnell umbringen können. Jetzt ist hier eine Luke, aber kommen wir da rein? Ich glaube nicht. Ich will es ehrlich gesagt auch gar nicht riskieren. Denn nicht allzu selten sind unter solchen Falltüren Todesfallen. Hier scheint dies nicht der Fall zu sein. Wir können ganz einfach laufen. Okay. Aber die Klappe hier oben ist noch zu. Und die geht auch nicht auf. Okay. Wir haben es mal probiert. So, jetzt gehen wir wieder raus. Natürlich kommen wir so nicht raus. Natürlich müssen wir die viel zu lange Leiteranimation in Kauf nehmen. Eine Schiebekiste, mehrere Schiebekisten. Na, das wird hier ja immer spannender hier. Schaut euch das mal an hier. Mann, 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 Mann. Wir schieben die Kiste mal rein. Reicht das aus, um meine Nase kribbelt? Um dahin zu springen? Nee. Never. Kann man hier ran springen? Um weiter ranschieben kann man diese Kiste hier auch nicht. Ansonsten bleibt halt immer nur die Möglichkeit, diese Kiste hier weiter zu verschieben. Aber ich glaube auch nicht, dass der Sprung klappt. Ja, obwohl, ja. Obwohl. Das ist durchaus plausibel, dass das klappen könnte, wenn man sich nicht so dumm anstellt wie ich. Aber nee, das ist zu krass. Der Winkel ist einfach zu krass, glaube ich. Also wieder mal ein Diagonalsprung. Vom Feinsten diesmal. Nee, das klappt absolut nicht. Ah. Never. Hier ist was. No. Hier passt aber nicht der Schlüssel. Der passt nicht. Was sind das hier alle für Schlüssel, ey? Keiner passt hier. Frauentausch. So. Hier ist ein Raum. Auf die andere Seite dieser Schiffsschraube kommen wir nicht. Ah, die kann man auch nirgendwo hin. Wir umrunden das Deck mal ein bisschen. Doch finden wir relativ schnell heraus, dass hier nichts Interessantes ist. Und dass unsere einzige Hoffnung wirklich in diesem Kistenscheiß hier liegt. Ich glaube es kaum. So kommen wir ja auch nicht hin. Das muss. Es kann nicht. Es kann nicht sein. Das geht doch nicht. Das kann man nicht machen. Das ist völlig unmöglich. Auch von da kann man ja auch nichts erreichen. Kommt man hier hoch? Nee, nee.
Kann man das da erreichen? Gott, ey. Das sieht immer alles so knapp aus, ne? Und dann weiß man immer gar nicht, ob man da wirklich hin soll. Oder auch nicht. Das Deck. Ah, sie muss nach der Kante greifen. Moment mal. Na klar. Man kann hier nach der Kante greifen. Und sich dann langhangeln, um dann da in die Lücke zu springen. Anders, einen anderen Sinn sehe ich da dann auch nicht. Stimmt, man muss sich von da fallen lassen, glaube ich. Ja, so langsam kommt die Erinnerung zurück. Oh, Lara. Kann man nicht hier irgendwie hochspringen? Nee, doch, bestimmt. Wetten? 5 Euro. Oh, nee, doch nicht. Vergesst es, behaltet euer Geld. Und ich behalte meins. Es muss irgendeinen Weg geben, da hochzukommen und dann weiterzulaufen. Alter, dieses Level kotzt mich jetzt schon so an. Das Deck. Tischlein, deck dich. Also ich halte nochmal fest. Da können wir nicht rein. Das schaffen wir irgendwie auch nicht. Und diesen Sprung da schaffen wir wohl auch nicht. Das ist in der Tat ein bisschen kacke. Dabei bin ich der festen Überzeugung, diesen Sprung mal gemacht zu haben. Naja, so schnell kann man sich irren. Bevor ich hier noch weiter rumlaufe, würde ich fast sagen, dass wir mal einen Blick in einen Ratgeber riskieren. Denn ich habe echt völlig vergessen, was hier das Objective ist. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, wir müssen hier irgendein Artefakt finden. Aber wie und warum? Also vielmehr das Wie. Da habe ich keine Ahnung. Sekunde. Wir riskieren mal einen Blick. Schön, dass die Musik noch weiterläuft. So. 2 Granaten, Sternkey. Hop back into the water, swim out. Follow the flooded passageway right up and to the rusted lagoon with a wrench. Movable crates. Push the crate against the others. Push. Pull the left crate out again. Then climb over and push it once. Ich bin jetzt mal still. Passt auf. Diese Entwickler haben einen ganz kranken Fetisch. Ich weiß nicht warum. Das sollten die mal überprüfen lassen. Diese verschiebbaren Kisten sind der Schlüssel. Passt auf. Man muss die erste Kiste wieder in ihre Ursprungslage zurückschieben. Dann von der anderen Seite kommen, sie wieder ganz nach hinten schieben. Es wird noch verrückter. Passt auf. Jetzt muss man diese Kiste nehmen und sie zurückschieben. Boom. Jetzt passt man auf, was wir hinter dieser Kiste sehen. Passt auf. Passt auf. Fackeln. Und eine Tür. So. Was sagt man dazu? What you say?
Schisse. Okay. Abspeichern, mein liebes Kind. Und rein ins Wasser. Rein ins feuchte Vergnügen. Ist hier hinter irgendwas gewesen? Nein. Dieser Raum ist geflutet. Kann man das irgendwie aufstellen? Nee, natürlich kann Lara das noch nicht. Das kann sie erst in Teil 4 oder so. Also in Teil 4 kann sie es auf jeden Fall. Da gehört das sogar zum Level dazu. Alter, was war das für ein Geräusch? So unnötig. Dumm. Zum Glück wissen wir, wo das gewesen ist. Zumindest, wenn man ein ordentlich funktionierendes Gedächtnis hat, weiß man das. Give me your ammo. Fun Fact, wenn man hier die Waffen noch nicht hätte, also die Schrotflinte zum Beispiel oder die Uzis, dann würde man hier in diesem Level eigentlich fast alle Waffen finden. Das ist voll krass. Jawohl, Baby. Let's take this lever. Ah, jetzt ist der Raum. Ah, guck mal, jetzt haben wir das Wasser aus diesem Raum entlassen. Wir haben das Wasser entlassen. Lag da oben irgendwas? Aber wo ist denn das Wasser hin? Ich meine, wir haben das Wasser rausgelassen, aber es ist nirgendwohin verschwunden. Logikfehler? Nein, das ist ein Feature. Hüpf, hüpf und raus mit dir. Raus mit dir. Und wir springen mal wieder in die feuchte Halle. Diesmal müssen wir aufpassen. Because there is no water inside of this room. Jetzt kann man die Kiste bestimmt verschieben, ne? Muss man die jetzt raus oder rein? Schieben, ich glaube rein, raus. Rein, raus. Fackeln anmachen. Es ist dunkel für unsere Zuschauer. Ja, schieben wäre gar nicht gegangen. Sehen wir. Okay. Du, 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 du. Ich höre Wasser. Ich höre Wasser. Das statische Geräusch des Wassers, welches immer gleich klingt, weil der Sound, weil die Sounddatei für das Wasser bloß 2 Sekunden lang ist. Hohohoho. Wer kommt hier? Das ist normalerweise die Musik für böse Buben. Für Dos Bandidos. Aber wir scheinen hier relativ safe zu sein. Da ist ein Schlauchboot. Hier können wir so ein bisschen langköpfen. Das bringt uns aber nicht viel. Hier können wir weiter. Es bringt uns wahrscheinlich aber auch nicht viel. Na wohl, man kann hier hoch. Folgen wir mal dem Weg. Vielleicht kommen wir so aufs Schlauchboot. Denn das scheint zu hoch zu sein, um dort rein zu klettern. Das habe ich jetzt mal so berechnet. Ja, und jetzt? Toll. Hat nichts gebracht, oh. Da, habt ihr das gesehen? Das war ein Harpunenschuss. Das war ein Harpunenschuss. Na, da ist ja unser Freund. Schau, das sind zwei unserer Freunde. Willi und Billy. Die Harpunenjungs wurden von Baywatch gefeuert. Können die auch an Land schießen? Och, du Scheiße, hallo.
können auch an Land schießen, die ollen Wichser. Das ist ja blöd. Aha. Sekunde, ich kläre das. Dafür nehmen wir mal die nutzlose Waffe. Wie treffsicher sie auch ist. Hä? Ja. Der ist scheinbar tot. Er weiß es nur noch nicht. So, und das Spiel weiß auch nicht, dass er tot ist. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die Harpune so als nutzlos erachte? Die Harpune ist einfach so dumm. Es ist eine Waffe, die man im Wasser einsetzen kann. Ja, klar, schön und gut. Aber wozu, wenn die Munition dafür so selten ist, dass man mit ihr nichts Nennenswertes anfangen kann? Das soll mir mal einer erklären. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Ich wusste es. Von Anfang an. What the fuck? Wo soll man denn hier überall hin? Das ist viel zu verwinkelt. 5 von 10 Punkten. Hier oben geht's auch noch weiter. Jetzt sind wir nämlich hier oben, wo wir aufs Schlauchboot rauf können. Aha, ja, Lara, ist das nicht interessant? Und die Tatsache, dass hier ein Medikit liegt, sagt schon mal an, dass wir wahrscheinlich sehr viel Schaden nehmen werden. Ja, nice, wir werden den Sturz gar nicht überleben. Zum Glück ist das aber nur eine No Pistols Challenge und keine No Medpack Challenge, denn ich frage mich, wie dieses Level ohne Medipack überhaupt möglich ist. Ja, moin, ihr scheiß Pisser. Alter, die schießen durchs Schlauchboot durch. Jetzt reicht's mir hier mit euch, Alter. Jetzt pass mal auf hier, Kobayashi. Wieso fressen die Haie die nicht auf? Hier sind Haie und die interessieren sich bloß für mich. Also ganz ehrlich, wer das Spiel programmiert hat, nee. Hat von mir keinen Orden verdient. Kabinenschlüssel, okay. Jetzt gilt es in diesem Raum bloß noch zwei Sachen zu lüften, nämlich das Geheimnis. Das erste Secret ist hier. Da unten. Ist das erste Geheimnis. Und... Oh, das war ein Hai. Und das zweite Geheimnis. Ist natürlich, was in diesem komischen Abzweig war. Und das dritte ist, was in diesem Becken ist. Viele Geheimnisse in diesem Level. In diesem Becken scheint gar nichts zu sein. Meine Meinung dazu, Lara. Genau meine Meinung. Atemlos. Durch das Deck. Oh, wann ist dieses Level endlich weg? Ernsthaft. Wenn dieses Level vorbei ist, dann werde ich es nicht vermissen. Danach kommt ein cooles Level. Das gefällt mir dann viel besser. Das danach auch. Also danach kommen eigentlich bloß noch gute Level. Das hier ist hingegen... Reden wir nicht drüber. Es ist mir einfach zu blau. Hier ist alles irgendwie blau.
Oh, schaut mal, jetzt sind wir hier. Da. Wahnsinn. Unglaublich. Wir kommen sogar wieder zurück. Welchen Novum? Okay. Das ist ärgerlich. Hier sind bestimmt Feinde. Wir ziehen die Knarre. Hier kommen garantiert welche raus. Bereithalten. Gut geschossen, Sheriff. Ah, ich weiß. Was ist denn hier in diesen Lücken? Gar nichts. Hier unten? Auch nichts. Lag da was? Man muss in diesem Spiel immer zweimal nachschauen. Ja, Granaten. Sollten wir mitnehmen. Vier Stück. Die werden wir brauchen. Aber ich will nichts spoilern. Von daher werde ich einfach sagen, dass wir sie brauchen werden. So. Da unten ist ein Swimmingpool, richtig? Genau. Dort haben wir unser nächstes Secret. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob wir hier bereits alles entdeckt haben. Denn ich glaube, wenn wir in den Swimmingpool runterspringen, kommen wir nicht mehr zurück. Von daher schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Hier ist nichts. Da hoch kommt man auch nicht. Nee, das war eine Irreführung. Das war Verleumdung. Das Spiel hat uns verleumdet. Anzeige ist raus, wie immer. Jo, hier ist auch nichts. Ich glaube, hier ist nichts. Oder? Das ist alles so. So. Ach, weiß auch nicht. Alles so arglistig hier. Was weiß ich, ey. Wir speichern ab. Ich höre Flammenwerfer. Nein! Ja moin, du triffst uns unter Wasser mit deinem Scheiß oder was? So, das haben wir professionell gelöst. Das haben wir sogar mehr als professionell gelöst. Es waren übrigens schon drei Flammenwerfertypen. Da unten müssen wir jetzt irgendwie die Tür öffnen. Dort befindet sich dann nämlich das Secret Nummer 2, der Golddrache. Der Golddrache. Ich höre Schritte näher kommen. Oh, M16 Munition. Wie kommt's denn, dass das Spiel so gnädig zu uns ist? Oh, gleich sogar zweimal. Ich wüsste gern, wie man hier das Türchen aufmacht. Das Türchen im Adventskalender. Uzi-Munition. Na klar, nehmen wir alles. Wir sind desperate. Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Hier ist noch eine Schiebekiste. Warum sind in diesem Level so viele Schiebekisten? Das ist immer so ein bisschen komisch hier. Die werden wir bestimmt für irgendwas brauchen. Ja, bestimmt, um wieder hochzukommen. Darauf könnt ihr euch einstellen. So, wie kommen wir denn ans zweite Secret?
Sekunde. Golddrache. Swimmingpool. Ah. Sehr dumm gemacht hier schon wieder. Was das Spiel von einem erwartet, Digga. Digga. Haben wir beim Dings beim Pool gespeichert? Ich glaube nicht. Just how it is. Besser gesungen als Bibi. Das könnt ihr nicht abstreiten. Man muss übrigens einfach bloß hier rüberspringen. Oh mein Gott! Wie ist er nur darauf gekommen? Guck mal, jetzt schwimmt er wieder. Hä? Was schießt du denn auf uns, Digga? Was ist los, Digga? Jetzt ist er offensichtlich tot, scheinbar. Jetzt ist er wieder am Leben. Das ist doch verbuggt. Alter. Jetzt langt's mir aber. Bin ich mal gespannt, ob der wirklich unsterblich ist hier im Wasser. Der kleine Wichser. So, jetzt das meine ich nämlich hier, du kleines Stück Scheiße. Dachtest du, du könntest dich mit mir anlegen, was? Haha. Falsch gedacht. So. Secret Nummer 2. Und laut Level Empfehlung haben wir noch 12 Minuten Zeit. 12. 12 Minuten Zeit. So, bitter ist es übrigens, wenn man hier runterfällt. Da muss man nämlich nochmal nach oben. Und das dauert lang. Ja, schöne Kamerafahrt. Und schaut mal, da ist gleich der dritte Drache. Der dritte Drache. Und somit haben wir auch in diesem Level alle drei Secrets erreicht und sind kurz vorm Ziel, dieses Level endgültig zu verlassen. Sollte man meinen, oder? Doch wir wissen ja, wie weit sich so ein Level ziehen kann. Oh, Granaten. Die werden wir verbrauchen. Ich weiß warum, aber ich sag's euch nicht. So, jetzt ist natürlich die Frage: Wie kommt man da jetzt wieder zurück, ohne Schaden zu nehmen? Also ohne viel Schaden zu nehmen. Ja, moin. Ja, dann hat es nicht mal geklappt. Oh. Das ist doch scheiße. Mama, warum machen Entwickler sowas? Weil sie behindert sind, mein Kind. Oh. Es funktioniert einfach nicht. Kommt man denn hier irgendwie wieder raus? Mama, warum programmiert man sowas? Dummheit ist eine ansteckende Krankheit, mein Sohn. Ich sag's euch da. Das könnt ihr ja mit mir einmal machen, ne? Aber zweimal? Ich hoffe, ihr habt gute Anwälte. Auch wenn es eure Firma gar nicht mehr gibt. So steht hier auch beschrieben, wenn ihr wieder zurückkommt.
Step or drop off the ledge. Ja, schön. Und dann? Oh. Ach so. Ja, nichts, ach so. Nichts, nichts und. Das ist schon, das war's schon für das Level eigentlich. Da oben müssen wir gar nicht hin. Da oben gibt's nichts. Lil. Kommen wir hier auch ohne Schaden runter? Da unten warten noch zwei Feinde auf uns. Sie haben Flammenwerfer. Und dieses verdammte Gelände hier ist extrem schwer zu traversen. Ja, das war's. Ich glaube, das war's. Nein. Wieso nicht? Hä? Ach, wir müssen wahrscheinlich doch aufs Dach drauf. Ich weiß auch nicht, was das Spiel will. Hilfe. Was will das Spiel von mir? Mama, ich habe doch nichts getan, oder? War ich böse? Du hast dein Gemüse nicht aufgegessen. Ja, ich weiß es doch auch nicht, Leute. Stell doch nicht solche Fragen. Ich tue mir schon mein Bestes. Aber dieses Level will einfach nicht aufhören. So wie das Level davor und das Level davor auch. Erkennt ihr ein Muster? Gerade die Wasserlevel sind die Level, die am schlimmsten sind. Ja, diese verdammten Harpunen-Leute, ne? Die haben sich mit den Haien verbündet. Das ist illegale Teambildung hier schon wieder. Das werde ich gleich bei der Behörde melden. Bei der Bündnisbehörde zwischen Mensch und Tier. Bei der Interspezies Bündnisbehörde. ISBB. Hä? Habt ihr das gehört? Das übrigens, ich habe noch nie so viele Fackeln benutzt. Aber ich mache das nur für euch, damit ihr was seht von dem Spiel. Denn für mich ist es immer hell genug, aber für euch nicht. In der Aufnahme ist alles ein bisschen dunkler als im echten Leben. Also in meinem Bildschirm. Warum? Frag mich was Leichteres. Wir sind gleich da, ich verspreche es euch. Wir haben immerhin noch 6 Minuten Zeit, um die Bestzeit zu überbieten. Oder die empfohlene Zeit. Das werden wir aber, glaube ich, nicht schaffen. Wenn bedenkt, dass wir immer noch einen Schlüssel haben, der falsch ist. Oh ja. Suboptimal. Mehr kann man dazu nicht sagen. La 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 la. Schmerz und Trauer dominieren mein Leben. Was? Wer hat das gesagt? Ich nicht. Ups. Ups. Hä, wann geht's denn nicht mehr runter? Ach hier. Immer schön die Knarre ziehen, Leute. Ihr wisst nie, wann irgendwas um die Ecke kommt. Immer schön mit gezogener Knarre durch die Welt laufen. So. Jetzt stehen wir hier. Speichern nochmal ab. Hoffentlich zum letzten Mal in diesem Level. Das wär's doch mal. Eine No-Safe-Challenge. Oder jedes Mal, wenn man speichert, muss man
150 Schuss verbrauchen. Oder einmal speichern kostet 30 Medipacks. Jetzt sind wir hier wirklich an Deck. Versteht ihr, an Deck? So. Hier kann man jetzt irgendwas machen. Ja, na klar. Jetzt kann man dahin. Seht ihr? Schaut mal. Aber ich gehe lieber hier hin, weil ich dem Spiel nicht vertraue. So. Jetzt kann man nämlich hier hin. Hätte Lara vielleicht die, weiß ich nicht, die Leichen der Feinde hier so hingestapelt, hätte sie vielleicht auch schon von Anfang an hier sein können. Aber unsere Lara denkt darüber ja nicht nach. Wir speichern doch mal lieber nochmal ab. Ich liebe es einfach zu speichern. Speichern ist mein Hobby. Ich stehe drauf, wenn Spiele speichern können. So. Was ist das hier schon wieder für ein komischer Slalomgang hier? Meine Güte. Das sieht schon wieder aus wie so eine Scheiße hier. Mann, ey. Jetzt komme ich hier rüber. Jetzt guckt euch die Scheiße an. Mann, 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 Mann. Haben die kein Bandmaß, was 8 Meter lang ist? So. Wer das Originalvideo kennt, der wird das verstehen. Ich hätte natürlich jetzt auch mit derselben Betonung gesprochen, aber. Das geht natürlich nicht, weil ich sonst meine Nachbarn aufwecken würde. Nicht, dass es mir was ausmachen würde. Zumal ich eh nur gestörte Nachbarn habe. So, was hat uns das jetzt gebracht? Jetzt sind wir hier. Wir brauchen immer noch einen Schlüssel. Ohne diesen können wir nicht weiter. Doch wo bekommen wir ihn her, fragt ihr euch. Das wird sich uns noch erschließen. Da ist eine Falltür. Das ist der Schlüssel. Ja? Wer kommt da? Lara. Schieß endlich. Du bist wie. Ich habe dem Braten gerade echt nicht getraut. Das hat man mir vielleicht angemerkt. Ja, toll. Schmeiß die Fackel einfach weg. Irgendwo. Hier muss doch der Seraph sein. Der Seraph ist übrigens das Artefakt, das wir suchen. Warum? Weil Lara es braucht, um an ihren verdammten Dolch zu kommen. Diese Spiele, also die originalen 5 Teile von Tomb Raider, sind eigentlich nichts weiter, außer dass wir der kleptomanischen Lara Croft dabei helfen, irgendwelche irrelevanten Besitztümer an sich zu krallen. Und dabei 500.000 Menschen umzubringen. Und die Behörden nehmen das einfach hin. Sie kriegt nie Ärger mit der Polizei. Sie kriegt nie Ärger mit der Queen von England, denn sie ist ja aus England. Also aus Großbritannien. Sie kriegt irgendwie mit niemandem Ärger. Das ist doch Abfuck. Also, weil. Das ist so das größte Storyloch in der Gaming-Geschichte.
Und wenn jetzt hier schon der Seraph ist, ne, dann frage ich mich, was war in dieser anderen Tür drin? Denn die 45 Minuten haben wir jetzt erreicht. Ich hätte sie jetzt No gesagt, ne? Hätte ich zum Spiel No gesagt. Verstehst mich? Oh shit. Das ist gefährlich hier, Lara, pass auf. Ah. Diese Platten machen ja nicht mal ein Geräusch. Jetzt laufen wir wieder zurück. Tja. Damit hast du nicht gerechnet, du Dreckskerl. Hier rein. Also so langsam kapiere ich hier gar nichts mehr in diesem Level. Und wenn ich das schon sage, dann ist irgendwas ganz stark im Argen hier. Ja. Mein Name ist Nitro Corgi und ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Es ist hier alles einfach so irre. Da liegt ein Schlüssel. Never mind. Never mind, I'll find someone like you. Ein Song von Adele. Gesungen von mir für euch. Bitte bezahlen Sie jetzt 5 Euro, um das gesamte Lied zu hören. Ihre Spende geht an einen guten Zweck. Scheiße. Ihre Spende geht an einen guten Zweck. Damit wird armen Menschen geholfen, die sich keine Nintendo Switch leisten können. Oh Gott. Digga. Spenden Sie jetzt für die Nitro Corgi Association und helfen Sie einem verzweifelten 20-jährigen Let's Player mit 127 Abonnenten. Moment mal. Das Böse ist im Busch. Ich spüre es. Da seht ihr. Da unten sind sie. Die Flammenwerfer-Typen. Sie kommen. Sie sind tot. Ich sag's euch. They're dead. Ich habe aber keine Ahnung, ob ich mich hier fallen lassen kann, ey. Gott, ey, mach's einfach. Alter. Habt ihr DOS gesehen? Ich bin fast tot. Jetzt bloß schnell weg hier und hoffen, dass der Schlüssel passt. Na also. Oh, der Seraph. Oh. Das Level ist vorbei. 3 Secrets, 48 Minuten und normalerweise käme hier eine enorm spannende Cutscene, aber die wurden alle deaktiviert durch mich, da sie irgendwie nicht ganz abspielen. In der Cutscene steuert Lara ein Flugzeug und crasht es in den Berg und überlebt. Dieser Adler vergewaltigt mich. Ah. Nein, ich will nicht sterben. Nein, ich will nicht sterben. Habt ihr gesehen, wie dumm das ist?
Habt ihr gesehen, wie dumm das ist? Dieser verdammte Idiot hat vergessen zu speichern. Nee, ich meine, habt ihr das gesehen? Dieser Adler wurde von derselben Lawine getroffen wie ich. Nimmt aber natürlich keinen Schaden. Ist ja klar, weil warum sollte er Schaden nehmen? Das ist ja völlig unlogisch. Ich meine, immerhin ist er ja ein Adler und kein Mensch. So. Eigentlich könnt ihr an diesem Punkt schon ausschalten. Außer ihr wollt mir gern treu bleiben, dann könnt ihr mich natürlich noch weiterschauen. Alle schalten weg. Jetzt knallen wir nochmal die beiden Typen da unten ab, weil wir so viel Spaß dran haben. Jetzt sind, glaube ich, beide tot, oder? Ja, das glaube ich auch. Ja. So haben wir natürlich wenig Schaden genommen. Der Typ ist noch nicht tot. Die machen so schöne Geräusche. Wie kleine Engel. Aber ein gutes hat's ja. Jetzt kann ich nochmal ein schönes Thumbnail-Foto machen. Mit Fackel. Wie ich hier so an dem Seraphen stehe. Speichern. So. Im nächsten Part heißt es dann das tibetanische Hochland. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.